Fettchef Jerome Powell hat gestern die stark überhitzten Gemüter der Bullen deutlich abgekühlt und dass er das getan hat und warum er das getan hat, ist aus meiner Sicht relativ offensichtlich, denn eines ist ja klar, ich habe mich immer wieder gewundert in den letzten Tagen, dass in Marktkommentaren, sogar bei Bloomberg, überall heißt es, ja, die Fed hätte doch, Jerome Powell hätte doch bei der letzten Sitzung signalisiert, dass die Zinsen nicht mehr angehoben werden, angeblich. Das habe ich überhaupt nicht gehört, andere auch nicht, aber es ist eine Minderheit, die das nicht gehört haben. Das Fed-Statement gab das nicht her. Auch die Aussagen von Powell bei der Pressekonferenz nach der Fed-Sitzung am 1. November hat das überhaupt nicht hergegeben. Er hat gesagt, wir gucken mal, wir wissen nichts, wird datenabhängig sein. Aber man las dann überall, selbst bei Bloomberg, ja, die Fed hätte signalisiert, dass die Zinsen nicht mehr angehoben werden. Totaler Bullshit. Man hat sich sozusagen in so einen Kollektivrausch hinein argumentiert, wo aber die Sachlage diese Argumentation gar nicht hergegeben hat. Ja, wird die Fed die Zinsen nochmal anheben? Sehr wahrscheinlich nicht. Aber Powell braucht die Drohung. Die Fed braucht die Drohung, die Zinsen weiter anzuheben. Sonst passiert das, was eben die Fed vermeiden will. Die Financial Conditions lockern sich. Die Kapitalmarktzinsen gehen runter. Die Aktien gehen nach oben. Damit werden Kredite billiger. Die Leute fangen wieder verstärkt an zu konsumieren. Dadurch wird Nachfrage erzeugt. Dadurch wird Inflation erzeugt. Und diesen Teufelskreis, den wollte Jerome Powell aufbrechen. Hier sehen wir das mal auf der rechten Seite. Die Aussage von Powell und anderen Fed-Mitgliedern war ja zuletzt, ja, wenn jetzt die Kapitalmarktzinsen gestiegen sind und die 10-jährige Rendite war ja auf knapp über 5% gestiegen, dann tut das ein Stück weit unseren Job, aber seit dieser Aussage von Powell ist eben die Rendite deutlich nach unten gekommen. Also sagte Powell gestern zwei entscheidende Sachen. Wir sind nicht confident, dass wir auf dem Weg sind, das Ziel von 2% Inflation zu erreichen. Also er hatte praktisch gesagt, die Inflation ist nicht auf dem Weg in Richtung 2%, deswegen werden wir nicht nachlassen und wir werden nicht zögern, weiter die Geldpolitik zu straffen, wenn das nötig ist. Also hat Powell dezidiert hier die Möglichkeit von Zinsanhebungen ins Spiel gebracht. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das passiert, aber er hat eben diese Drohung geschwungen, weil die Märkte sich gesagt haben, die Fed hat doch gesagt, sie wird die Zinsen nicht mehr anheben. Das hat Powell definitiv nicht gesagt, aber Schwarm drüber und dann vor allem in dem Redetext auch ganz unten, we are keeping at it until the job is done. Das ist ein Zitat, eine Referenz an den ehemaligen Notenbankchef Paul Volcker, Keeping at it, sehr interessantes Buch, zumindest die erste Hälfte in etwa, dann wird es ein bisschen fad teilweise. Der beschreibt, warum er die Zinsen so stark anheben musste. Paul Volcker war ja derjenige, der wirklich in den 70er, 80er Jahren die Inflation gebrochen hat, aber eben auch den Fehler gemacht hat, zu früh die Zinsen wieder zu senken, dann ist die Inflation wieder nach oben geschossen. Also dieses Keeping at it, das ist der hawkische Paul, den hat er ausgepackt. Er schwankt ja manchmal zwischen dovish und hawkisch. Gestern haben wir den ultra-hawkischen Paul gehabt, damit die Märkte nicht austicken. Aus meiner Sicht sehr gut nachvollziehbar. Und dann auch interessant, was passiert ist, dann haben Klimaaktivisten die Bühne gestürmt. Dann wurde die Veranstaltung abgebrochen, auch die Live-Übertragung abgebrochen. Und dann sagte Jerome Powell zu den Leibwächtern, just close the fucking door, nachdem eben er Angst hatte, dass die Sache da eskalieren könnte. Also hier jene Klimaaktivisten, die wie ihr geistige Anführerin Greta Thunberg vor 5 Jahren schon davor warnten, dass spätestens in 5 Jahren die Welt untergeht, wenn jetzt der Gebrauch fossiler Kraftstoffe nicht sofort gestoppt wird. Hier sehen wir die 98-jährige Greta Thunberg im Rollstuhl sitzen, wie sie sagt, ne, ist noch gar nicht so lange her, da habe ich davor gewarnt, dass die Welt vor 10 Jahren untergeht. Wir sehen hier mal rechts jene Aussagen, dass also spätestens in 10 Jahren irgendwie eine Katastrophe kommt, 1972, 82, 89 und jetzt Gutierrez 2023. Ja, wir werden eine Klimaerwärmung von um und bei 2 bis 2,5% haben. Damit hat man in Deutschland noch ein vergleichsweise komfortables Leben. Umso erstaunlicher, dass vor allem in Deutschland die Klimaaktivisten so aktiv sind. Das nur ein kleiner
Exkurs gewissermaßen hat sich das abgezeichnet, dass diese Bullen, die Aktienbullen, ein bisschen abgekühlt werden müssen. Ja, ich hatte vorgestern schon getitelt, habe natürlich dann wieder viel Schelte von den Dauerbullen bekommen. Ah, der Vogtmann. Er will die Rallye einfach nicht mitmachen. Als ich titelte, das Ziel der Rallye ist erreicht, Bullen sollten vorsichtiger werden. Einer der Gründe war die Divergenz zwischen Junk Bonds, die wieder gefallen sind, während der S&P 500 gestiegen war. Als wir sozusagen kurz vor dem Ende des Abverkaufs waren, hatten wir das Gegenteil gesehen. Junk Bonds sind gestiegen, S&P weiter gefallen. Da also das Gegenteil, dann sehen wir hier oben diesen Fehlausbruch nach oben beim Nasdaq gestern. Negative Divergenz, dann ging es nach unten. Also es gab genug Warnsignale, dass da was kommen wird. Dementsprechend haben wir es nicht geschafft, die längste Gewinnstrecke beim S&P 500 seit 2004 zu erreichen. Nur 8 Handelstage in Folge. Gestern ging es dann 0,8% nach unten. Wieder mal am schwächsten Small Caps, 1,68%, deutlich am schwächsten. Also wir sehen, da ist weiter ein großes Problem. Und ein Problem gab es zuvor schon, bevor Paul sprach, nachdem eine geradezu katastrophale Anleiheauktion dafür gesorgt hat, dass die Renditen für Staatsanleihen deutlich gestiegen sind. Da kann man regelrecht von einem Käuferstreik ausländischer Käufer sprechen, die sogenannten Indirects, die nur 60% des Angebots abgenommen haben. Die Banken mussten dann die Anleihen auf ihre eigenen Bücher nehmen, was nicht gerade sich großer Beliebtheit erfreut bei den Banken. Hier sehen wir mal rechts, größter Anstieg an einem Tag der 30-jährigen Anleiherendite seit März 2020. 24 Milliarden Dollar an Anleihen sind hier emittiert worden. Und wie gesagt, die Banken mussten das dann auf die eigenen Bücher nehmen. Es gab dann die Aussage, dass die Industrial and Commercial Bank of China, die größte Bank Chinas, einem Hackerangriff ausgesetzt war und daher nicht an dieser Emissionsauktion teilnehmen konnte. Naja, also das kann eine kleine Rolle gespielt haben, aber ich glaube, viele Investoren wollen eben nicht so lang laufende Schulden kaufen der USA, zumindest nicht, wenn die Rendite so deutlich gefallen war. Deswegen haben sie eine höhere Rendite verlangt und hier sehen wir mal, wie dann der S&P 500 reagiert hat. Zunächst mal Anleiheauktion, booms, dann ging es runter, weil eben die Renditen stiegen. Wir kennen das Muster, steigende Renditen sind fallende Aktien und andersrum. Erholung, dann Jerome Powell, nichts mehr große Erholung, nachdem Powell offenkundig festgestellt hat, dass der S&P auf der längsten Gewinnstrecke oder in der längsten Gewinnstrecke seit 2004 unterwegs ist. Hier schauen wir uns mal die verschiedenen Sektoren an, vor allem Healthcare miserabel, Consumer Discretionary, vor allem weil TESA deutlich gefallen ist, fast 6% ging es hier nach unten. Nvidia, die großartige, eine der wenigen Aktien, die hier stehen, ist dazu gleich mehr. Jetzt schauen wir uns mal an, wann jetzt diese Korrektur kam oder diese überhitzten Gemüter. Wir sehen ja oder haben gesehen, sehr bärisches Sentiment, Unterpositionierung von Anlegern. Jetzt ist diese Positionierung von Anlegern bei Vermögensverwaltern plötzlich und sehr schnell deutlich nach oben gegangen, schneller nach oben gegangen als der S&P 500. Die Stimmung der Privatinvestoren ist plötzlich euphorisch geworden. Bullen stark zugelegt, so wenig Bären wie seit Anfang August nicht mehr. Also es war jetzt sozusagen, the market is a bitch, könnte man sagen, als alle bärisch waren, kam die massive Aufwärtsbewegung, jetzt wurden alle bullisch, jetzt kommt in die Korrektur. Das ist scheinbar das Spiel und ich glaube, dass dieses Narrativ, das die Fed angekündigt habe, die Zinsen nicht mehr anzuheben, lanciert wurde, bewusst gesteuert wurde, weil manche da ein großer Player ein großes Interesse daran hatte, weil er wusste, dass andere große Player große Short-Positionen hatten und das hat man dann sozusagen so gesqueezed, indem man sich ein Narrativ gestrickt hat, das dann die Nachrichtenagenturen weiterverbreitet haben und manchmal habe ich mich gefragt, habe ich irgendwie Wahrnehmungsstörungen oder habe ich da was anders verstanden? Aber nein, es ist schlicht so, dass diese Interpretation der Fed-Aussagen falsch war, irreführend war, bewusst irreführend, Fragezeichen, weiß ich nicht. Jedenfalls werden wir am Dienstag die neuen Inflationsdaten bekommen. Zuletzt ja die Inflation von 3% im Juni, dann auf Juli 3,2, 3,7, 3,7. Jetzt die Erwartung etwa 3,6, also kein großartiger Anstieg.
Auch zum Vormonat dürfte die Inflation nicht deutlich ansteigen, aber sie fällt eben auch wahrscheinlich nicht allzu deutlich, nachdem wir im Juni das Tief gesehen haben. Was sehen wir an den Aktienmärkten? Der Nasdaq Future ist kurzfristig, nachdem er stark überkauft war, auf Stundenbasis, also einem sehr kurzen Zeitfenster, sogar wieder überverkauft. Sehen wir unten am RSI, also dass wir so ein bisschen nach oben zuckeln, halte ich durchaus für möglich heute als technische Gegenreaktion. Allerdings gehe ich davon aus, dass diese Korrektur noch nicht beendet ist. Wir könnten hier so eine inverse Schulter-Kopf-Schulter machen. Das würde bedeuten, dass der S&P nochmal in Richtung 4200 fällt, 4220 oder so in dieser Zone, wäre sogar dann nochmal die Basis für vielleicht eine Jahresendrally, die alle dann ja sowieso haben wollen, aber schon Anfang November ausgerufen haben, und dann kommt es erstmal anders. Meistens, wir sehen hier rechts den Gamma-Flip bei 4360. Ist es so, dass die Market Maker ihr Verhalten ändern? Wir haben eine sehr positive Gamma-Positionierung. Bedeutet faktisch, dass die Market Maker, also jene, die Optionen verkaufen, in Rallies hinein verkaufen und die Dips kaufen. Das stabilisiert die Märkte. Und das haben wir ja lange gesehen. Ging es runter, wieder raufgekauft. Allzu starke Anstiege wurden wieder abverkauft. In der Summe ist man dann so ein bisschen in den letzten Tagen seitwärts gelaufen. Jetzt die Korrektur könnte die Market Maker dann heute zu Verkäufen zwingen, sodass wir negatives Gamma bekommen mit dann verändertem Verhalten. Hier sehen wir nochmal dieses Muster beim S&P 500, diese inverse Schulter-Kopf-Schulter. Würde bedeuten, dass wir hier nochmal durchaus einen signifikanten Rücksetzer bekommen, der dann allerdings eben nach wie vor die Möglichkeit einer dann stärkeren Aufwärtsbewegung zum Jahresende offen lässt. Hier oben sehen wir mal S&P 500. Tech in Relation zur 10-jährigen US-Anleiherendite nach wie vor ein Riesengap, was sich da auftut. Und interessant auch, dass wir eigentlich ein ähnliches Muster haben wie vor Platzen der Tech-Blase. Und inshallah, wir haben eine Tech-Blase, diese sieben Magnificent Seven, die alles retten, während der Gesamtmarkt im Grunde absäuft. Das ist ja derzeit auch der Fall. Wir haben ja praktisch nur wenige Aktien, die steigen und die Indizes oben halten. Hier sehen wir mal das Muster 1999-2000. Tech ganz, ganz oben, alles andere weit unten, scheint sich zu wiederholen. Wir sehen, dass die Banken offenkundig weiter Stress haben. Emergency Bank Funding Facility weiter deutlich gestiegen. Die Fed-Bilanzsumme nur um 6 Milliarden gesunken. Und weiter neuer Rekord bei Geldmarktfonds in den USA. 16,9 Milliarden sind reingeflossen auf jetzt 5,71 Billion. Unten sehen wir mal die Summe in den Geldmarktfonds verglichen mit den Bank Deposits, also das, was an Kundenanlagen bei Banken ist, wieder nach unten gegangen. Und jetzt kommt das, was Michael Hartnett vielleicht als Szenario skizziert von der Bank of America, der sagt, naja, stellt euch mal vor, wir haben eine Rezession und dennoch fallen die Renditen nicht, weil letztendlich die Anleihekäufer streiken, weil sie sagen, hey, wir machen das Spiel nicht mehr mit. Ihr macht hier so massive Schulden. Es droht ja jetzt, wenn wir bis Ende nächster Woche keine Stop-Gap-Funding-Bill haben, wieder der Government Shutdown. However, also das als Szenario, dass dann vielleicht die Fed wieder eingreifen muss, Fed wieder Anleihen kaufen muss. Das könnte dann so ein Crack-Up-Boom nochmal erzeugen. Fed vielleicht die Zinsen senken muss, dennoch die Anleiherendite nicht fallen, weil das Misstrauen zu groß ist der ausländischen Anleger, potenziellen Käufer von US-Staatsanleihen, dass man sagt, nee, also das ist kein gesunder Weg, auf dem man hier ist. Interessant ist auch, dass die Reverse Repo Volumina, also dieses System, wo Banken Staatsanleihen hinterlegen bei der Fed und dafür dann Cash bekommen, also sich Geld leihen gegen Sicherheit von Staatsanleihen, hier sehen wir das Volumen, ist deutlich, deutlich nach unten gegangen. Das bedeutet, dass wir hier ein wirkliches Problem vielleicht bekommen für das Quantitative Tightening der Fed. Denn das ist ein Liquiditätsissue, könnte man sagen, der sich hier abzeichnet, und das sieht man teilweise sehr, sehr deutlich, sehr, sehr schwache Liquidität, die hier der Fall ist. Und da
das saugt die Liquidität aus dem System. Das könnte bedeuten, dass irgendwann die Fed aufhören muss, wirklich Quantitative Tightening zu betreiben, weil sonst keiner die Anleihen mehr kauft. Aber das sind Zukunftsperspektiven erstmal. Ich hatte vorhin von Nvidia gesprochen. Jetzt hat hier ein chinesisches Startup gesagt, ja, wir haben Anfang des Jahres massiv praktisch gekauft Nvidia Chips in der Sorge, dass dann ein Boykott kommt. Also haben wir mindestens für 18 Monate Chips, und ich glaube, da ist unheimlich viel vorgezogene Nachfrage bei den Nvidia Zahlen drin. Jetzt hat Semiconductor Manufacturing International Corp, also SMIC, gewarnt, großer Chipmaker, der also die Chips für Huawei herstellt, gesagt, also die Smartphone-Nachfrage nach wie vor nicht besser wird, wahrscheinlich mindestens noch ein Jahr dauern. Und wahrscheinlich durch diese geopolitischen Spannungen, Drohungen von Chip-Bann durch die beiden Regierungen etc. ist es so, dass dann eben viele chinesische Konzerne wirklich dann auf Lager massiv Nvidia-Chips gekauft haben und der Markt das verwechselt mit dauerhafter Nachfrage, denn wenn die so viel gekauft haben, dann werden die nicht dauerhaft so viel kaufen. Das sieht man dann auch eben in den chinesischen Export- und Importzahlen. Hier sehen wir Rückgänge zu den USA, Europa und so weiter und so fort. Praktisch nur Hongkong hat hier zulegen können, was die Importe betrifft. Jetzt haben wir in den neuesten Daten gesehen, dass der Anteil der Exporte in die USA wieder ein bisschen gestiegen ist. Aber noch was anderes, hat auch mit China zu tun, nämlich Bitcoin. Möglich, dass die Chinesen Bitcoin kaufen, weil sie sagen, oh, mit dem Yuan, da fühlen wir uns nicht so richtig wohl. Genau vor 2 Jahren hat jemand, nämlich am 10. November, hat jemand mehr als $69.000 bezahlt für Bitcoin. Und jetzt haben wir ja diesen Anstieg gesehen. Jetzt hat mich jemand gefragt bei Finanzmarktwelt, ja, bereust du schon ein bisschen, dass du Bitcoin nicht in deinem Depot hast? Da habe ich gesagt, nee, bereue ich nicht, denn ich investiere nur in Sachen, an die ich glaube, weil ich mich sonst nicht wohlfühle. Und es macht für mich keinen Sinn, in etwas zu investieren, an was ich nicht glaube, selbst wenn dessen Preis steigt. Da bin ich, denke ich, relativ klar, weil ich fühle mich nicht wohl. Ich würde in eine Blase nicht investieren, auch wenn die Preise bei dieser Blase sich permanent aufspulen, weil eben der Absprung so schwierig ist. Und hier sehen wir, dass eigentlich diese Blase aus meiner Sicht schon geplatzt ist, wie jetzt eine Echoblase hier sehen. Kann ja sein, dass ich mich da irre, dass Bitcoin der ganz neue heiße Scheiß ist für die nächsten 5000 Jahre. Glaube ich aber nicht. Aber wie gesagt, Irrtum ist immer drin. Jetzt mit diesem Bitcoin-ETF aus meiner Sicht wollen die Institutionellen jetzt nochmal das Retail Money einsammeln, und sobald dieser ETF dann da ist, geht es abwärts. Das wäre eine Prognose, bei der ich natürlich auch falsch liegen kann. Wer liegt hier richtig bei Jerome Powell? Was hätte er denn gesagt eigentlich? Wie wird es jetzt verstanden von den Märkten? Was bedeutet es für die Märkte? Erste Artikelempfehlung und die zweite und letzte. Sie sehen, ich schone Sie heute. Die EZB hat im Grunde klar gemacht, dass sie die Zinsen nicht mehr anheben wird. Aus meiner Sicht nicht besonders schlau, wenngleich natürlich auch realistisch. Die werden sehr schnell wahrscheinlich als erste große Notenbank die Zinsen senken. Also, Villeroy de Gallo, der französische Notenbankchef, hat gesagt, oh, on a fini avec Anhebung der Zinsen. Diese beiden Artikel möchte ich Ihnen empfehlen und empfehle mich jetzt selber. Au revoir, ich sage Servus und Ciao.